Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Stars und Stories. Das ist Nathalie. Und das ist der Nikolaus Aaron. Hast du mir was mitgebracht? Sie ist Comedian. Hahaha, los geht's. Für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, ich glaube, das ist auch perfekt für dich. DJ Khaled hat zum Geburtstag bekommen von Rapper Drake Toiletten. Luxustoiletten. Kosten zwischen 5.000 und 20.000 Euro. Für Kaki machen. Ja, und die können Sachen. Was können die? Ich machen die meine Steuer? Nein, aber trotzdem, ist der Hammer. Also, UV-Lichtreinigungssystem kann mit einer Fernbedienung gesteuert werden, hat beheizte Sitze, ein automatisches Luftreinigungssystem, ein Nachtlicht und eine automatische Tornadospülung. Also der hat sich auf jeden Fall richtig krass gefreut, ne? Ja. Der war richtig aus dem Häuschen. Bruce Willis und Demi Moore, die haben ja eine Tochter zusammen. Die ist auch schon 28 Jahre alt und heißt? Tallulah Willis. Die haben mehrere Kinder tatsächlich. Stimmt, eine Menge. Aber ich weiß leider auch gerade nicht, wie viele. Die Tallulah, die war jetzt am Backofen in einem Special Outfit für so eine Backofen-Aktion. Weiß ich nicht. Ich hab's nicht gesehen. War es sexy oder hässlich? Sexy. Dann gucke ich es mir jetzt an. Ähnliches Outfit und mindestens genauso viel Spaß hatte Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie. Bei den Dreharbeiten zu einer Doku hat sich Marvel-Star Chris Hemsworth ganz vielen Untersuchungen unterzogen. Und da kam raus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal Alzheimer hat, sehr hoch ist. Und ich glaube, das liegt auch schon ein bisschen in seiner Familie. Deswegen hat er gesagt, hey Leute, ich nehme mir eine Auszeit und ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und dann gehen sie auch mal gerne essen in ein Restaurant. Und das ist wirklich ausgeartet. Couple on Tour besteht aus Ina und Vanessa. Und Ina hatte ja leider vor 4,5 Monaten einen Schlaganfall. Jetzt gab es das erste Video, wo man sehen konnte, dass sie so langsam wieder anfängt mit dem Laufen. Und sie hat sich auch erstmals wieder von vorne gezeigt. Bislang hat man immer nur so von der Seite was sehen können. Jetzt hat sie sich von vorne gezeigt, wie sie sich jetzt mit einem Arm selber schminkt. Und ich finde, man sieht eigentlich nicht wirklich einen krassen Unterschied. Also echt Respekt, wie sie sich zurück ins Leben kämpft. Wir drücken die Daumen. Bist du kreativ? Nee, obwohl, so im Kopf schon, aber handwerklich total schlecht. Also Lena von Lisa und Lena ist es auf jeden Fall. Die hatte jetzt so alte Jeans rumliegen und die hat einfach mal direkt was Neues draus gemacht. Da soll mal noch jemand sagen, TikToker können nichts. Kommen wir zu Miss Bella. Die ist ja eigentlich super entspannt. Die hält sie auch regelmäßig mit mir sehr, sehr, sehr lange aus und ist immer so, ach, alles gut, alles entspannt. Aber jetzt war es so, sie hat auf Instagram geteilt, wie ihr Papa da war. Und der hat einen Spiegel angebracht und hat gebohrt. Und hat aber keinen Staubsauger runtergehalten. Und da ist die Community ausgerastet und danach Bella. Ja, Leute, ihr müsst euch Hobbys suchen. Ihr müsst euch so, damit ihr euch mit sowas nicht mehr beschäftigen müsst. Der Staubsauger-Akku ist leider kaputt. Blöd gelaufen. Ich hätte auch einen nassen Lappen drunter halten können. Konnte ich aber nicht, weil ich musste das ja filmen, weil ich bin Influencerin. Also lasst mich in Ruhe. Die Serie Wednesday knackt gerade bei Netflix einige Rekorde. Unter anderem den für die meistgeguckte englischsprachige Serie in einer Woche. Hast du es schon gesehen? Nein. Was? Nee, ich wirklich nicht. Ich habe keine Zeit. Ich muss Call of Duty spielen. Und dann Zähne putzen, Prophylaxe, zack, ist die Woche rum. Und hast du diesen Tanz schon gemacht auf TikTok? Habe ich auch nicht gesehen. Oh, James, Charles und Sarah, Mylène Friesen und sogar Pamela Reif, alle machen den Trend gerade. Pamela hat den auch gemacht? Den hätte ich dann sehen müssen. Da habe ich wohl auf andere Sachen geguckt. Alicia, besser bekannt als Beautylisha, ist mit 17 Jahren schon super erfolgreich auf Instagram und TikTok. Und sie lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es um irgendwelche Trends oder sowas geht. Sie weiß nämlich genau, was sie will. Und sie macht nebenbei auch noch Abitur. Das ist wirklich gut. Geht zur Schule. Hört auf mit diesem TikTok. Thema Trends. Ich muss sagen, dass ich nicht so diejenige bin, die direkt auf jeden Zug aufspringt und dass ich auch nicht so sehr der Fan bin von Dingen, die schnelllebig sind, gerade im Hype und im Trend. Einfach aus dem Grund, dass ich finde, dass
Trends einen dazu verleiten, sich nicht unbedingt über die Hintergründe schlau zu machen und das Ganze dann schwierig wird. Aber ja, ich bleib lieber ganz bei mir. Mein Plan nach dem Abitur, ich bin ja in ein paar Monaten durch, gerade in meinem letzten Jahr. Und der Plan ist tatsächlich, dieses Jahr danach zu nutzen für meine Persönlichkeitsentwicklung. Einfach noch mehr das zu tun, was ich ohnehin schon tue, was mir Spaß macht, was ich liebe. Und einfach zu schauen, wo der Weg für mich hingeht, ob es wirklich das ist, was ich machen möchte. Ja, und die Zeit einfach ganz, ganz viel für mich zu nutzen. Wer es übrigens nicht weiß, ihr bester Homie ist 24Tim, der pusht immer ein bisschen. Ich habe jetzt das Musikvideo gesehen. Ist okay, besser als die anderen. Wie habe ich meinen besten Freund Tim kennengelernt? Tatsächlich sind wir auf die gleiche Schule gemeinsam gegangen über mehrere Jahre. Und irgendwann, als ich in der 9. war und er kurz vor seinem Abitur, lief mein Latinum ziemlich schlecht. Und dann haben wir uns zusammen von einer 5- mit Nachhilfeunterricht auf ein Latino mit Bestnote hochgekämpft und so haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir irgendwann TV-Sendungen gemeinsam geguckt, Abende verbracht und dann ist eine Freundschaft entstanden. Ich wollte natürlich auch wissen, wie feiert sie Weihnachten? Was ist denn das für eine Frage? Man kriegt Geschenke, man kriegt Geschenke zurück, man gibt Geschenke, fertig. Ja, genau. Bei dir geht es nur ums Schenken, Schenken, Schenken. Nee, Geschenke bekommen. Ja, bekommen bitte. Was kriege ich von dir? Außer den tollen Weihnachtskalender. Weihnachten, das schönste Fest im Jahr, wenn man mich fragt. Ich freue mich da wirklich schon so, so sehr drauf. Ich feiere es wie jedes Jahr im Kreise meiner Familie. Ich habe ja auch türkische Wurzeln, dementsprechend ist die Familie sehr groß. Ich glaube, wir sind 20 Mann. Und ja, da gibt es Ente, Kartoffelpüree, glaube ich. Ja, immer so das Klassische.